Hallihallo, moin moin. Heute möchte ich euch gerne Pflanzgefäße zeigen. Und zwar die von meiner Mutti. Die sind schon, ich weiß nicht, 7, 8 Jahre alt, vielleicht auch 10. Und da ist jetzt in den letzten 2 Jahren nicht mehr so viel passiert. Aber so kann das dann schon mal aussehen, wenn man die Pflanzen nicht erneuert. Aber Sachen, die ganz toll überlebt haben, schaut mal hier, das möchte ich euch unbedingt zeigen. Das ist diese Farnpflanze hier. Sieht die nicht schnuffelig aus? Die wächst ganz weit woanders im Garten und zack, hat die sich hier reingesetzt und hat sich richtig schön gemausert. Ja, dann haben wir ja hier, die Pflanzen sind toll durchgekommen, diese Euphorbienpflanzen haben schon toll geblüht, die ist ja unverwüstlich, also die wird ja immer schöner. So, was ich jetzt natürlich rausmachen werde, ist so ein bisschen das Unkraut. Dafür muss man auch wissen, was ist Unkraut und was nicht. Also das ist zum Beispiel von unserer Eiche. Die lasse ich einfach mal drin, weil ich finde so eine schöne kleine deutsche Eiche in so einem sukkulenten Gefäß auch nicht schlecht. Der ganze Unterm, ach, hier ist ja auch noch Gras, das kann ich auch mal gleich rausziehen. Das ist natürlich auch Unkraut, muss auch nicht sein. Und hier ist noch so ein bisschen was, das kommt raus. Erst habe ich überlegt, kann ich euch das überhaupt zeigen? Aber eigentlich, finde ich, hat man gleich ein wirklich schönes Vorher-Nachher-Bild. Und es ist ja auch authentisch, wenn mal so ein Kübel nach so einer Wintersaison nicht mehr so schnieke aussieht und wie man den dann eben selbst wieder optimieren kann. An diesem Topf hier, in diesem Pokal, könnt ihr ganz wunderbar sehen, wie dieser Unterbau mal von mir gemacht wurde. Und zwar, schaut mal rein, das hier ist der Maschendrahtzaun. Ne? Stefan Raab, der würde sich jetzt freuen und sagen, das ist einfach vom Kükendraht, habe ich so ganz viel Gespinst genommen, um diese Höhe zu bekommen. Und einfach so reingeknödelt, damit ich so eine Halbkugel habe. Und aufgefüllt wurde das Ganze mit Ceramis. Das ist so, ja, Füllmaterial oder diese Blähtonkügelchen könnt ihr nehmen. Die sind leicht und die haben mir dann quasi, passen gut durch diese Maschen durch. Und ihr seht auch überall hier wieder, hier ist auch bis hier hoch der Maschendrahtzaun. Der nächste Schritt war, ich habe Erde aufgefüllt ein ganz bisschen und dann wirklich einfach die Speckpflanzen halbiert vom Erdballen, das zeige ich gleich, raufgesetzt und festgesteckt mit diesen Drähten. Und jetzt seht ihr schon hier irgendwann, so ein Steckdraht rostet auch mal durch. Das passiert einfach, ne? Verwitterungsprozess, Eisen, das nehme ich jetzt alles raus, weil das hält ja auch nichts mehr. Die Pflanzen hier sind eben, einige kommen dann manchmal nicht durch den Winter, aber im Prinzip ist es kein Problem, das wird dann mal erneuert. Hier seht ihr auch, guck mal, sieht ja schon wieder fast cool aus und passt zum Gefäß, aber auch die Stecknadeln, die aussehen wie Haarnadeln, guck mal, bricht jetzt alles auseinander, ziehe ich jetzt hier raus aus dem Gefäß. Und weil Sommerzeit ist, habe ich dann auch so ein paar Muscheln reingesetzt. Da wird einfach nur mit so einem Steckdraht Heißkleber reingesetzt und dann kann man ganz wunderbar die Muscheln hier reinsetzen. Und ihr seht, die Speckpflanze wächst schon in die Muschel hier rein. Die hat sich hier wahrscheinlich ein Zuhause gesucht. Und toll ist natürlich auch immer, weil das ja Steingartengewächse sind, die Hauswurzpflanzen, natürlich Steine zu benutzen. Ne? Das ist auch schön. Dieses Gras muss auch entfernt werden. Wo hier die Unkrautpflanze ansetzt und wo nicht, dass ich die andere Pflanze verletze. Wenn ich das jetzt rausziehe, ziehe ich wahrscheinlich alles mit raus. Ja, mit Schmackes hier. Ah, da hat sie. Das ist das Gras. Ein bisschen ausputzen, hier was abschneiden, gucken, was noch gut erhalten ist. Da wird sich die Mutti freuen, wenn ich ihre Gefäße wieder aufpeppe. Da wartet sie nämlich schon ganz lange drauf, ne Mutti? Hier sowas auch, das schneide ich jetzt raus, ne? Das hat geblüht. Das finde ich jetzt auch nicht mehr so schön. Ist auch schon vertrocknet. Die Pflanze an sich sieht schon richtig klasse aus. Hier dieses Graue. So, wirklich schön, diese Euphorbien. So, ist noch ein bisschen Unkraut. Es gab ordentlich Gewitter, somit hat das
das Gefäß nochmal richtig schön Regen und Wasser bekommen, was natürlich super ist. Was hier ist. Eine kleine Schnecke. Da ist eine. Eine Schnecke. So. Ich habe hier jetzt so ganz viele Speckpflanzen, die auch schon ihre besten Tage eigentlich erlebt haben. Wenn der Sommer nämlich so ganz stark, ganz viel Regen ist und so, und die dann zu lange im Wasser schwimmen, das lieben die gar nicht. Aber ich möchte die nicht wegschmeißen, die sollen auch noch ihre Chance bekommen. Ist ja auch blöd, wenn ich immer nur neue Ware einkaufe und immer nur mit den besten Pflanzen arbeite, sondern auch den Pflanzen, die, guck mal, der hier ist jetzt von Weihnachten noch der Topf. Da hatte ich ja einfach nur die Zapfen mit Moos umzugewickelt. Und das ist eigentlich eine Pflanze, die auch noch wieder ein neues Zuhause haben möchte. Und das bekommt sie jetzt auch. Und die machen sich noch alle ganz toll. Guck mal hier, die ist jetzt hier so schön am Blühen hier, die kommt erst. Und sowas passiert natürlich einfach. Das ist auch Altersprozess, das finde ich nicht schlimm. Okay, die kann ich jetzt nicht mehr nehmen, das ist klar. Die hatte wahrscheinlich schon irgendwo einen flachen Auftritt hier, weil schon der Erdballen ab ist. Aber die werde ich natürlich gleich hier als erstes benutzen. So, ein bisschen Platz machen. Hier ransetzen. Neue Steckdrähte nehmen. Das ist hier ein blau geblühter Steckdraht. Und den mache ich zu einer Krampe, möglichst schön lang. Und dann gehe ich hier so rein in die Pflanze. Und ihr seht, wie fest die schon durch einen so einen Draht ist. Also die kann hier jetzt nicht mehr runterrutschen und alles andere verwächst sich hier jetzt wieder. Und der Kübel ist wirklich schon so alt. Das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die ich euch erzähle, sondern er hat wirklich schon viele Jahre uns Freude im Garten bereitet. Aber irgendwann muss alles mal ein bisschen erneuert und ausgebessert werden. Boah, jetzt fängt es schon wieder ein bisschen an zu regnen. Hat ja auch schon lange nicht mehr geregnet. Aber das ziehe ich jetzt durch. Ich bin jetzt hier bei, die werden jetzt fertig. Egal wie doll der Regen. So, hier haben wir jetzt auch so einen Spezialkandidaten. Mal ein bisschen die Hälfte des Erdballens ab, weil sonst sitzt die Pflanze ja hier oben drauf. Das wäre mir jetzt ein Ticken zu hoch. Einfach und die Wurzeln, die noch so schön sind, nicht kaputt machen, sondern einfach nur die Erde ab. Dann kommt die hier, ist toller Platz für die Pflanze. Kommt die Pflanze hier hin. Und dann liegt eine schöne. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Da setze ich jetzt mal Moos hin. So, da können die kleinen Ableger sich darauf ausruhen und schön hinlegen. Hier sind jetzt nur so ganz kleine Wurzeln. Ihr seht, völlig durchgetränkt vom ganzen Regen. Also da kann jetzt wirklich ein bisschen Sonne, kann die Pflanze gut vertragen die nächsten Tage. Ich mag das auch immer ganz gerne. Ich habe hier noch so ein bisschen dröges Geäst, wenn hier sowas da durchgesponnen wird. Mädels, das ist nichts für Leute, die aufgeklebte lange Fingernägel haben, ne? Das ist nicht. Also das, da wird man ein bisschen schmutzig bei. Aber macht Spaß. Hier ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Tausendfüßler. Seht ihr den?
kleiner Baby-Tausendfüßler. Und das Schöne ist eben, hier in dem Topf ist schon so dieser Gelb, ja, Grünspan nennt man das, so ein bisschen diese ganze Flechte hat sich darauf angelagert und das wiederholt sich schön im Farbverlauf hier auch. Und dann geht das ins Rot über. Und der Tausendfüßler, der geht da jetzt spazieren. Wir schaffen also wieder ein neues Zuhause. So, den Abschluss und die Feinheiten geben nochmal dieser Weserkies hier. Das sind natürliche Steine. Ich mag das lieber, wenn die Steine auch eben wie aus der Natur gegriffen aussehen und nicht so Granulat oder irgendwie weiße Steine mit Mehl. Das ist ja alles nicht so meins. Die Steine hier, der Weserkies hat wirklich so verschiedene Farbnuancen. Das ist echt total klasse. Die ganzen braunen Grautöne hier. Super. Was ihr seht, was jetzt hier auch wirklich passiert ist, das Ganze ist wieder eigentlich eher grün. Das Ganze sieht frischer aus, dadurch, dass überall das Moos dazwischen ist und die Erde jetzt nicht mehr zu sehen ist. Ganz wichtig, die letzten Freiräume wurden ja noch mit den Steinen versetzt sozusagen. Jetzt kann sich die Pflanze wieder ganz anders entwickeln. Und der Abschluss, um da so ein bisschen Höhe reinzubringen, das mache ich dann immer mit drögen Kraums, ne, mit so Ästen und Zweigen. Das ist jetzt Euphorbia spinosa geäst, was auch schon draußen lag. Bisschen von der Sonne ausgeblichen ist, aber eben hierzu passt. Und das entwickelt sich auch immer weiter. Das wird dann mal grauer, wieder braun. Hat auch so einen ganz spannenden Werdegang. Puh, und fertig sind die beiden Pflanzpokale. Da wird sich auch die Mutti freuen und ich mich auch, dass ich es endlich in Angriff genommen habe und ja, alles wieder neu gestaltet habe und wieder ein bisschen top geshaped habe sozusagen. Der Sommer kann jetzt wieder vollkommen, die Sonne kann richtig gut auf diese Sukkulenten raufscheinen. Das finde ich nämlich ganz toll. Und ja, der Regen hört ja bald auch auf, aber ich hätte auch weiter gemacht, wenn es auch geplitschert und geplatschert hätte. Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und Spaß gemacht hat, dann gerne liken oder Kommentare hinterlassen. Wenn ihr selber irgendwas gepflanzt habt oder eine Frage habt, eine Idee habt, könnt ihr mir auch gerne was posten, würde ich mich auch freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns. Geht bald weiter!